Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Alibaba aus dem Hause White Goblin Games. Ja, wir sind Schatzsucher quasi, ne? Denn jawohl, es geht darum noch, Alibaba, die 40 Räuber sind nicht da, aber die 40 Räuber haben ihr Versteck dagelassen. Das genau. Ist immer noch an der Stelle, wir sind da und wollen das plündern. Genau. Und reihum nehmen wir jeder ein Blättchen, in unserem Fall nicht reihum, sondern abwechselnd. Und dabei versuchen wir möglichst viele Punkte zu erhaschen. Und an dieser Stelle wollen wir euch einfach mit ins Spielgeschehen nehmen. Ihr seht von oben natürlich ganz genau, was wir beide haben. Ich sehe natürlich hinter Georgs Sichtschirm nicht dahinter und er nicht hinter meinen, hoffe ich. Aha, ich gucke aber auf das iPad und dann kann ich da oben, was die GoPro aufzeichnet, auch sehen. Nichtsdestotrotz bin ich der jüngere Spieler. Wir müssen aber immer möglichst viele von den gleichartigen Schätzen sammeln. Das ist ein Punkt, der gibt uns hinterher möglichst viele Punkte. Ich fange hier mal an. Und Rosa gibt mir doch auf einen Schlag 5 Siegpunkte. Und dann darfst du weitermachen. Genau, und dann nehme ich auch ein rosa Plättchen und will auch mal 50 Punkte weiter vorgehen. Und ihr seht ja immer das, was quasi frei geworden ist, ähnlich wie beim Mahjong, kann genommen werden. So, jetzt ist natürlich für mich besonders verlockend, ich nehme diese grüne Wunderlampe und der Effekt sagt, nehme ein direkt angrenzendes Plättchen auch noch. Das ist der grüne Effekt. Die Kurzregeln stehen tatsächlich hier drauf hinten, was tatsächlich für die Sondereffekte an den Teilen kommt. Ja. Wir haben 6 verschiedene Farben. Jede Farbe hat quasi ihren speziellen Zauber. Ja. Rosa gibt 5 Bonuspunkte, grün lässt uns das benachbarte Blättchen nehmen und weiß lässt uns etwas verbieten. Ja. Ich sage dem Benny, lieber Benny, du darfst nächste Runde kein braunes Blättchen nehmen. Das ist ja schon echt fies. Ja, ich bin eine richtige Socke. Du bist eine Socke? Ja. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil dann nehme ich dieses Grüne und nehme das Blaue hier mit. Ja, dann die aufgedeckt. Dann nehme ich mal das Grüne und das Gelbe mit. Mhm. Das war, da habe ich drauf spekuliert. Ich nehme diese braune Wunderlampe. Und jetzt habe ich 3 Wunderlampen. Und das bedeutet, ich kriege 3x2 Punkte, macht also 6 Punkte. So. Es gibt entsprechend, je mehr wir von einer Sorte haben, desto mehr Punkte bekommen wir. Das heißt, für 1 gibt es 1 Punkt, für 2 gibt es 3 Punkte, für 4 für 3 schon 6 Punkte und für 4 ganze 10 Punkte. Georg, du darfst. Ich bin gerade überlegen, was das Gelbe bedeutet. Jeder muss ein Blättchen vorzeigen. Und du darfst dich für das eines entscheiden. Genau. Dann mache ich das doch mal so. Zeig mir doch mal bitte her deine Hand. Möchtest du dieses Blättchen haben? Ja, du hast keine andere Wahl, ne? Natürlich. So, aber das kriegst du zurück. Ich nehme dieses Gelbe. Und was gibst du mir denn Schönes? Ah, meines wieder zurück. Herzlichen Dank. Dann sage ich mal, du darfst nichts Gelbes nehmen. Na, du bist mir mal ein. Ich nehme hier diesen Buddha, hab 2 davon, krieg also wieder 4 Punkte. Wieso bin ich eigentlich mit deinem Roten gegangen? Ich bin weiß. Das ist kein Problem. Zeig her dein Händchen. Zeig mir mal, was du da hast. Kriegst du das oh, wieder? Das nehme ich dir gerne an. Ja, lieber Georg, du darfst leider kein Blau nehmen. Dann nehme ich mir mal das Schwert. 5 Punkte für dich. Jawohl. Wow, der fliegende Teppich. Den nehme ich mir. Dann nehme ich mir das Blaue. Ich habe Decke 2 Plättchen auf.
Es gibt also plus 4 Punkte für mich. Jawohl. So, dann nehme ich mir den Säbel hier. Zeig her deine Händchen, deine Hand. Oh, guck mal. Ach, schon das hier. Wir haben hier ein Wanderblättchen. Nicht zu verwechseln mit dem Wanderpokal, ne? So, dann nehme ich mal dieses Zeug hier vor. Mhm. Und kriegst 4 Punkte. 2, 4. Jetzt bist du ja 2 Punkte hinter mir. Ja. Dann nehme ich das und nehme das mit. Dann nehme ich mir das hier und krieg 2 Punkte vor. Hm. 2 Punkte, damit sind wir wieder punktgleich. Jawohl. Das ist jetzt natürlich, da bringst du mich richtig in die Bredouille. So sollte es sein. Ich nehme den Säbel. Warum? Weil ich nämlich jetzt 3 Gesäbel habe und damit 6 Punkte erhasche. Ja. Und dann übergebe ich an dich, mein Lieber. Dann mache ich doch das Gleiche. Nimm das hier, hat auch 3 aus dem Hause und mach das genau das Gleiche. So, dann gucken wir, was unten drunter kommt. Vielleicht möchte ich ja lieber was anderes haben. Nein, ich nehme den hier und heimse 5 Punkte ein. Aha. Dann nehme ich den und heimse 8 Punkte ein. Da habe ich nicht aufgepasst. Das Spiel ist strategisch. Man muss aufpassen. 5, 6, 7, 8. So. Jetzt ist ja ganz klar, was ich mache. Ich nehme hier diesen fliegenden Perserteppich und nehme direkt die Vase mit, dass du nicht das grüne Blättchen nimmst. Aha. Wie viele verschiedene Symbole gibt es eigentlich? Ich habe das Gefühl, meine Auslage da hinten ist, ich habe jedes Symbol einmal. Gesundheit. Ja, das finde ich auch gut so. Da kriege ich mal. Ja, habe ich 4 davon und kriege 8 Punkte. 3, 5, 8. Jetzt ziehst du mich aber ab. Das glaubst du aber auch nicht. Ich nehme den fliegenden Teppich und kriege auch hier 8 Punkte. 4 Stück. Aha. 5, 8. Dann nehme ich den mal und sage, du darfst nichts. Du darfst keine Truhe nehmen. Den hier, kriege 4 Punkte. Wow, da bin ich am einen Punkt vorbei. Dann nehme ich den und sage, du darfst keine Truhe nehmen. Der lag hier, ne? So. Ja. Ja. Keine Truhe. Mhm. Dann nehme ich halt den Ring. Gut. Nehme ich die beiden. Fünf Punkte. Drei Punkte, ja. Dann nehme ich den hier, zeig her, deine Auslage. Und gib mir das Schwertchen. Zwei, fünf.
ist natürlich die Frage, wenn du einen Kristall nimmst, beendest du das Spiel. Hat man die Serie noch vergessen? Nein, ist noch nicht beendet dann. Das Ding ist noch nicht beendet. Sondern dann hat jeder mit dem Startspieler noch einen Zug. Ah, einmal, okay. Aber ich nehme den Kristall und sage dann gleich, wenn ich aufgedeckt habe, was du nicht nehmen darfst. Na, du bist in den Schuft. Mhm. Dann darfst du kein Grün nehmen. Dann zeig mal her deine Patschhand. Ich krieg was von dir. Ist gelb. Jetzt geht das strategische Geschacher los. Tja, bei mir ist Ordnung hinterm Sichtschirm. Ja, bei mir schaffe ich jetzt auch Ordnung, weil danach bin ja nur noch ich dran. Zwei. Du. Puff. Puff. Jetzt müsste man wissen, was ich habe, ne? Ja, ungefähr weiß man das auch. Das sind ja immer ein paar Blättchen, die liegen hier seitlich, die nicht im Spiel sind. Was kriege ich denn schon jetzt? Ein Diamant. Ja, super. Mhm. Ist ja eh klar, was du nimmst. Echt? Ja, grün mit einem der Anliegenden. Ja, ich will grün. Oder halt rosa, wenn dir das mehr Punkte bringt. Ja, ich muss gucken, welcher mir am meisten Punkte gibt. Der hier gibt mir also grün und die Vase wird mir das. Die Vase wird mir, das wären 4 Punkte, 5 Punkte oder so. Wenn ich den nehme, sind das alleine 4 Punkte nur. Aber du kriegst nochmal 2 Punkte durchs Wegnehmen. Nee. Doch, wenn du das freie Feld aufdeckst, kriegst du trotzdem noch 2 Punkte. Du kriegst immer das pro, glaub ich nicht. Doch, es steht so in der Anleitung. Okay, du kriegst ja, für das Feld unten drunter auch Punkte. Sonst wäre ja okay. Blau in der untersten Reihe total sinnlos. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. 5 Punkte, okay, dann nehme ich das. Dann nehme ich das. Mhm. 2. Okay. Halt, nochmal 2 hier. Ja, jetzt kommt es zur Endabwertung. So, das heißt, einzeln ist nur einen Punkt wert. Da habe ich 4 Stück davon. 1, 2, 3. Das heißt, 2, 4 Punkte für mich. Wie viel einzeln? Ich habe nur 3. 2, 3. Dann nehmen wir die mal auf die Seite. Dann Zweierpärchen. Da hätte ich 1. Es gibt 3 Punkte. 2 Punkte. 2 habe ich da. Das heißt, es gibt für dich 6 Punkte. 3 und 6. Und dann habe ich hier Dreierpärchen. Die geben jeweils 6 Punkte. Zwei. Das habe ich ganze 3-mal geschafft. Das ist jetzt 2-mal. Das heißt, für dich sind es 12 Punkte und für mich sind es 18 Punkte. Das heißt, von 10 auf 28, dann sind die hier weg. Ja. Dann hätte ich hier noch einen Viererstapel im Angebot. Das sind 10 Punkte. 2 Vierer. Hm. 38 und bei dir auf 35. Und dann hätte ich noch einen Fünferstapel. Das wären dann nochmal 3. Ups. Und bei dir? Auch ein Fünfer? Nein, kein Fünfer. Kein Fünferstapel. Schade aber. Das war Alibaba in Kürze. In der Kürze liegt die Würze. Und das merkt man, glaube ich, auch bei dem Spiel. Zu zweit ist es tatsächlich, hat es eine schöne strategische Komponente tatsächlich. Wir haben es aber tatsächlich auch schon zum dritt gespielt, da ist es genauso ähnlich strategisch. Also ist wirklich da. Man hat so natürlich 100% Einfluss, in Anführungszeichen, was der Gegner machen kann oder was man ihm wegnimmt, genau. Aktiv. Das gefällt mir eigentlich jetzt aus den Partien, die wir schon gespielt haben, sehr gut. Mhm. Das macht richtig was her. Und da freue ich mich noch auf weitere Partien Alibaba. Das war schon alles. Das war unser Let's Play zu Alibaba. Und ich denke, da wird noch einiges kommen. Spätestens dann, wenn wir es noch 10-mal gespielt haben, vielleicht auch bloß 5-mal. Lasst uns auch ein Fazit für euch auf dem Kanal. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen. Schaut unsere
Weihnachts- und Adventskalender-Toplisten an. Zur Erinnerung hinten nochmal die Spiele mit der Nikolausmütze. Und wenn ihr Alibaba kennt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie findet ihr es? Wie ging es euch beim Spielen? Das würde uns auch interessieren. Und was habe ich falsch gemacht, ja, um jetzt gegen den Benny zu verlieren? Unter uns, Georg verliert gegen mich immer. Hahaha. Zumindest bei dem Spiel. Macht's gut, viel Spaß beim Spielen und bis bald. Tschüss, ciao.